Hallo und herzlich willkommen bei Virtus und einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind in Pugidan gekommen. Haben hier natürlich auch einiges zu tun. Wir gucken uns erstmal hier die schönen Quests an. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ups, das war die falsche Taste. Ich nehme einfach mal alle an. Kann ja nicht schaden. Wir haben auch noch ein paar Meter zu laufen, nämlich hier lang. Und gucken wir mal, ich glaube nämlich auch nicht, dass wir irgendwas verbessern können, gerade an unseren Materialien. Kostet ja alles Geld. Und die Frage ist, ob sich das lohnt. Was ist denn das hier drin? Dahinter, davor, daneben. Und da die Richtung sieht gut aus. So, so, so. Da. Boah, ist noch ein ganz schöner Weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Versuchen uns mal friedlich zu verhalten, dass wir hier die Dinger da ein bisschen loswerden. Was geht? Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Der wusste es. Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater. Alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, meine Liebe. Es ist Kunst. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Genug geredet. Ich sollte dich hier und jetzt umbringen. Genau. Die gute Entscheidung. Der Zorn. Und sie sagten, du wärst anders. Aber Blut ist dicker als Wasser, nehme ich an. Sie? Welches Blut? Du lässt wirklich lieber die Muskeln sprechen als deinen Verstand. Eine Schande. Ich hätte dich für weitere Aufträge brauchen können. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus. Sehr enttäuschend. Okay. Ich habe gar nichts gesagt, aber es läuft immer auf den Tod hinaus. Weg mit dem Schild. Ey! Ich hab gesagt, weg mit dem Schild. Vielleicht klappt's jetzt. Immer noch nicht. So, tot. Hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Oh, da war ein hier schönes. Ein Brief an Elpenor. Oh, Phöbe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Elpenor sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Ein Ladungsverzeichnis. Elpenor hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen, aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpenor. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Nur noch
besseren Helm? Ich glaub's ja nicht. Und Fähigkeitspunkt haben wir auch gekriegt. Sehe ich gerade mal so. Mir rutscht mein Kopfhörer auf den Kopf. Ja, Bereich Stufe 16. Das brauche ich nicht. Gute Frage, nächste Frage. Was skillen wir jetzt schon wieder? Zähme bewusstlose Tiere. Auch doof. Interessiert alles nicht so ganz. So. Bisschen Rüstung aufziehen. Ach, da kommt die Stufe 14. Aber das heißt neue Waffen auch, die wir uns anlegen können. Fällt mir gerade mal so ein, wie hier zum Beispiel diesen Speer. Ab wann haben wir das hier? Dann müssen wir das hier irgendwo freispielen. Ne, hier nicht zumindest. Kommt wahrscheinlich von allein. Ah, hier unten. Erfordert Stufe 15, okay. Nehmen wir uns hier mal den jetzt hier ran, der kann schon mal weg. Hier haben wir auch noch die Möglichkeit, was Schöneres anzuziehen. Hier nicht. Hier auch nicht. Noch schlechter als das aktuell. Das ist der Helm von Daddy, ne? Okay. Ne, hat jetzt gar keine Waffe dran. Ups. Okay. Wo wollte ich hin? Wo wollte ich hin? Wo muss ich hin? Haus des Anführers. Hier haben wir so ein paar kleine Quests. So. Vielleicht noch ein paar bessere Rüstungsteile rausfischen. Ein bisschen Kohle machen vor allen Dingen. Sei so kleine Nebenmission. Brauchst du Hilfe? Adlerschatten. Bist du sicher? Du musst dich nicht. Und welcher wäre das? Dank dir sind die Spartaner so verwundbar wie nie zuvor. Und ich soll jeden einzelnen der Spartaner. Das wäre der Plan. Ich kümmere mich. Gut. Ich komme wieder, wenn ich. Da leuchtet was. Gehen wir mal darüber.
Ja, tolle Wurst. Kann von Dächern springen, aber nicht über so einen dummen Fluss. Bist du stark? Also geht doch. So, eins. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin wollte. Da hinten hin. Kommen wir hier zufällig am Schmied vorbei. Können wir auch mal gucken gehen. Verbessern. Reicht, ne? War ja, perfekt. Kostet ja nichts. Und das, ja, lohnt sich das, die Frage. Gravieren, mit was denn? Spatiatendrück brauchen wir nicht. Vielleicht nicht verkehrt. Ah, da muss man sich auch noch ordentlich auseinander mit fuseln. Nicht so viel. Okay. Das hier ist ein Sperrgebiet. Hast du das? Wieder einer weniger.
nicht mit mir. So, tot. Zahltag. Besuchen oder aufheben? Aufheben. Wir brauchen Sachen, Sachen, Sachen. Oh, Stufe 15. Dann noch schlechter als das, was wir annahmen. So, da haben wir das hier, glaube ich, fertig. Gehen wir mal zurück. Laufen wir einfach. Ah, ich habe keinen Bock auf die ganzen Söldner. Wo sind sie denn alle? Kostet die Welt. Im anderen sehe ich schon gar nicht mehr. Eigentlich sind wir ja lieb. Eigentlich. So. Fertig. Aus die Maus. Mit Ladebildschirm. Na, super. Du bist zurück. Ich hab sie erlebt. Du hast grob. Das reicht. So, dann gucken wir noch hier rein. Gibt es etwas bei dir? Eine Kiste guter. Du könntest ihn nur besonders mutig. Du willst, dass ich ab. Der Horizont. Ist gut? Dann kann ich. Dann. Piratenschiff. Ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding. So, hier ist der andere dumme Kopfgeldjäger. Wo ist er denn? Da hinten. Dann können wir hier die Quest annehmen. Scheiße. Was ist dein Problem? Was ist nicht mein... Du hast mit dem Okate zu tun. Du brauchst Geld. Also, ich bin Gelo. Die Heizern ist. Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich. Mala. Du kannst mich mal. Weißt du was? Hör mal. Tut mir leid. War ein harter Tag. Ja. Ich habe meine. Wo ist da. Wo ist die Heizern? Also, wo ist die Heizern? Ich wäre nicht hier, wenn ich es. Also gut. Ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und... oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde... Ich finde heraus, was... Okay. Hast du eine Ahnung, wo sie ist? Die Küste im Südosten ist. Ihr seid Piraten. Und wenn es so will. Frei? Nicht, wenn meine Giki am Ruder. So, komm. Ich finde. Da war das auch durch. Und alle sind glücklich.
Wieder ein neuer Söldner. Da, hey, kriegst du Quests ohne Ende, ist der Wahnsinn. Welche Quest haben wir jetzt aktiv eigentlich? Die wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir die noch schnell machen. Da hinten, dann reise ich mal dahin. Ja, für euch heißt hier Feierabend. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.